Finn macht's Strozzapretti an Greierzersauce. Hallo zusammen, heute machen wir zusammen Strozzapretti an einer Greierzersauce. Eine Sauce, die ein aus Resten entstanden ist. Für das nehmen wir 250 Gramm Strozzapretti von favoloso-frischepasta.ch. Alternativ könnt ihr etwa 180 Gramm getrocknete Teigwaren nehmen. Dann brauchen wir 2 Gipfeli. Wir haben noch Führungen gehabt von vorgestern. Das spielt keine Rolle, schöne Würfel schneiden. Etwa 30 Gramm Manke. Dann zuerst das. 300 Gramm Greierzer. Den reiben wir mit der Rösti Raffel reiben. Gerade in eine Pfanne rein. Dann brauchen wir 150 ml Weisswein. Ein bunt geschnittener Schnittlauch. Ja, Billy. 2 bis 3 Knoblauchzechen, die dann in die Scheiben schneiden. 1,5 Teelöffel Maizena, wird ein kleiner Aufbau, ähnlich wie bei einem Fondue. Zum Würzen nehmen wir Schiesspulver von Günstligwürz. Alternativ kann man ein bisschen Salz und Pfeffer nehmen. Ein bisschen mehr Pfeffer als Salz. Und ein bisschen Muskatnuss. Dann erhitzen wir den Anken in einer Brotpfanne, geben Gipfeli-Würfel dazu. Übrigens, anstelle von Gipfeli könnt ihr natürlich auch altes Brot nehmen. Und dann die schön knusprig bröteln. Anschliessend nehmen wir sie aus der Pfanne und stellen sie auf die Seite. Wenn wir das haben, tun wir das Maizena zum Käse. Dann den Weisswein dazu. Den Knoblauch auch. Dann tun wir das Ganze wie ein Fondue unter ständigem Rühren bei mittlerer Hitze zum Köcherl bringen und weiter rühren, bis es bindet. Separat tun wir Teigwaren nach Packungsangaben kochen. Wenn es schön ein bisschen abgebunden hat, tun wir es würzen, wie gesagt, wir mit dem Schiesspulver und mit Muskatnuss. Gut. Jetzt haben wir ein bisschen Muskatnuss verwischt. Dann tun wir Gipfel rein. Immer weiter rühren. Das Strozzapretti oder die Teigwaren, die ihr ausgesucht habt, auch. Und am Schluss noch schnell den Schnittlauch rein und gut untereinander rühren. Und fertig sind unsere Strozzapretti an Greierzersauce. Wir wünschen einen guten Zusammenhang.